Also, Modulation, Demodulation und träge Rückgewinnung ist, glaube ich, ein extrem entscheidendes Thema. Das ist nicht schön, oder? Bitte? Ja. Nee, vor allem das ist die träge Rückgewinnung, oder? Das ist der Nachkommen war immer. Bitte was? Jetzt, das habe ich jetzt. Das haben Sie mich überfordert gerade. Ja, vor allem die träge Rückgewinnung, oder? Die ist das ja. Ja, genau. Danke. Ja. Also, bislang sind wir immer davon ausgegangen, dass wir, wenn wir eine tatsächlich hochgemischt haben und runtergemischt haben, dann hatten wir immer vom Sender zum Empfänger eine Leitung für die Synchronisation gelegt. Nicht? Und wir sind davon ausgegangen, dass beide natürlich wissen, wie die Frequenz ist, und wir sind immer davon ausgegangen, dass sie auch eine ideale Phasenlage zueinander haben. Bis auf an einer Stelle mal, als wir mit der Differential BPSK angefangen haben, da haben wir gesagt, okay, was passiert eigentlich, wenn es Phasendrehungen auf dem Kanal gibt? Das könnte eben auch aus einer nicht ganz idealen Trägerrückgewinnung her resultieren. So, nichtsdestotrotz, gehen jetzt einfach nochmal hier in diesen Aufbau der Modulation rein. Und dieses Bandpassfilter habe ich jetzt hier weggelassen. Da gehe ich davon aus, dass das ein idealer Mischer ist, der tatsächlich nur in das gewollte Band mischt. Also da hat er noch einen Filter mit eingebaut und nicht, wie es dann eben doch praktisch so üblich ist, noch auf die doppelte, dreifache und so weiter Frequenz umsetzt. Also diese Spurious, die habe ich immer weggelassen. Also das ist der normale Aufbau. Dann haben wir den Kanal, dann haben wir hier das Bandpassfilter, das eben tatsächlich die Störung hier erst einmal begrenzt und vor allen Dingen Störer raushält, die nicht im Band liegen. Dazu ist das im Wesentlichen da, also sich vor anderen schützt. So, und dann mischen wir runter, lassen wir das hier einfach nochmal weg. Dann mischen wir hier wieder runter mit dem Lokaloszillator, der aber, weil der ja nicht genau weiß, wo dieser Lokaloszillator war, also nominal weiß das natürlich, wenn Sie sagen 900 MHz, tuck, dann ist das 900 MHz auf der anderen Seite auch, sollte es sein, aber Sie haben ja keine Informationen so wirklich darüber, was versteht jetzt der Sender unter 900 MHz und was versteht der Empfänger unter 900 MHz. Das kann ja um ein paar Hertz oder ein paar Kilohertz daneben liegen, nicht? Weil die Uhren, die Zeit einfach unterschiedlich läuft. So, und gleichzeitig wird hier auch runtergemischt mit einer etwas anderen Phase. Das heißt also, hier haben wir eine Omega-Schlange und da haben wir eine Phi-Schlange dabei. Dann kommt hier ein Tiefpassfilter. Das ist im Prinzip das Impulsformfilter oder das Matchfilter dafür auch. Dann haben wir Signalsenke im Basisband, da wird das Signal ausgewertet. Ja, und jetzt brauchen wir aus dem Signal, das hier rauskommt, an dieser Stelle hier noch irgendeine Information über eine Trägerregelung, sodass wir jetzt Möglichkeiten finden, dieses Omega-Schlange möglichst dicht an das Omega anzupassen und das Phi-Tilde oder Phi-Schlange hier möglichst auf Null zu setzen, sodass wir dann eben Frequenz- und Phasengleichheit hier am Empfänger haben. Und das machen wir eben über so eine Regelschleife. So. Also läuft es darauf hinaus, wie führt man diese Regelung aus? Ich habe das hier mathematisch noch mal ein bisschen aufgebaut. Ich glaube, das muss ich nicht hier hinschreiben. Das spare ich mir einfach. Ich gehe das hier durch. Wir haben das Trägersignal hier, U-Schlange von T, U-Schlange, also die Amplitude, die spielt aber ja keine Rolle. Und dann eben nochmal das, was wir eben im Bild gesehen haben. Das U-Schlange nehmen wir einfach als 1 an, nicht mal als 1 Volt, sondern einfach als 1. Systemtheoretisch reicht das auch völlig aus. Und wir haben die Symbole hier, SI und SQ für Inphase- und Quadraturkomponente, eben multipliziert hier mit dem Sinus und dem Cosinus. Wenn das in der richtige QPSK, also eine richtige Quadraturmodulation ist mit der 90 Grad Phasendrehung, dann kommt hier eben als Summe ein reelles Signal natürlich wieder raus, weil wir ja die komplexen Signale mit sich und der 90 Grad Phasen gedrehten Variante multipliziert haben und dann addiert haben. Wie gesagt, imaginäre Signale sind genau das, was der Name aussagt, imaginär. Das heißt also, wir haben hier dieses Summensignal mit dem Cosinus drauf und dem Sinus drauf, der richtig real Sender bekannten Trägerfrequenz. Und wenn wir jetzt mit einer idealen Annahme, idealen Demodulation daran gehen, dann würden wir die Inphase-Komponente hier versuchen zu extrahieren am Empfänger, indem wir einfach das Signal, das wir empfangen haben, das ist das, was da gesendet wurde, rauschen das jetzt mal raus,
multiplizieren mit dem Kosinus. Und wenn man das und dann integriert über eine vollständige Signalperiode, mindestens aber viele Trägerperioden, das passt dann auch schon, dann kriegen wir hier einfach raus, dass eben die Quadraturphasekomponente, weil da Sinus und Cosinus draufsteht und das Integral über jetzt vollständige Perioden davon ergibt ja 0, dann verschwindet das eben, das Q. Und wir haben hier SI-Schlange ist gleich A mal SI, A ist irgendwas. Groß, klein, spielt gar keine Rolle. Kann man über irgendeine Verstärkerkette oder so wieder rauskriegen. So, was musste man dabei beachten oder was war hilfreich? Hilfreich an der Stelle ist, dass die Symboldauer TS bekannt ist und idealerweise, also wirklich null wird das mit dem SQ, wenn das auch vollständige Perioden des Trägers sind. Das muss es nicht sein, es müssen einfach nur viele sein oder einige sein, dann reicht das schon aus. Jo, und wir sind auch davon ausgegangen, dass wir hier noch eine Tiefpass oder nee, dass die Tiefpass-Operation hier eben durch die Integration ausgeformt wird. Wie genau diese Filterform aussieht, haben wir jetzt hier nicht berücksichtigt. Wir haben einfach nur integriert, das heißt, das ist also im Prinzip ein Sinus x durch x Filter. So. Okay, so, was war falsch daran eigentlich? Falsch war, dass wir hier davon ausgegangen sind, dass der Empfänger wirklich phasen- und frequenzrichtig aufgebaut ist. Und das haben wir eben nicht unbedingt. So, weil das hier aber mit einer wirklich richtigen Trägerphase multipliziert wurde, gehen wir hier auch, oder überhaupt mit einem Träger multipliziert wurde, gehen wir hier davon aus, dass das eine kohärente Demodulation ist, also ein kohärentes Signal zugefügt wurde, das man irgendwo her hatte. Woher müssen wir sehen? Die Quadraturkomponente kriegen wir eigentlich genau so, nur anstatt des Cosinus an der Stelle hier setzt man Sinus ein und fertig ist. Also dann kommt eben SQ unten raus, ne, und nicht mehr SI. Okay. So, was passiert, wenn man jetzt eine abweichende Phase hat oder Problem mit der Phase hat? Kann man jetzt einfach mal hinten packen hier. Da gehen wir mal davon aus, wir haben hier eine einfache ASK mit SI von T mal Cosinus Omega T, das übertragen wird. Also keine Q-Komponente dabei. Wenn man das jetzt hier durchführt, genau diese Geschichte und die Filterung hier durchführt, das schreibe ich jetzt nur noch hin, das Integral habe ich mir mathematisch geschenkt. Eigentlich wird dieses Integral nochmal wieder durchgeführt und die Integration ist ja eigentlich nichts weiter als eine Tiefpassfilterung. Dann kommt hier einfach raus, dass Sie am Empfänger ein SI halbe mal Cosinus Phi Phasen ab mal Cosinus Phi Schlange haben und dieses Phi Schlange ist ja die falsche Phase des Empfängers. Und dann stellen Sie fest, wenn dieses Phi hier gerade auf 90 Grad geht, dann empfangen Sie halt nichts mehr. Nicht? Dann haben Sie halt Pech. Also wenn die Sender und Empfänger auch orthogonal zueinander stehen, dann ist es lustig daran. Ja. Ach so, na gut. Dann verschwindet es eben. Also der Empfang, und das ist ja eigentlich der Punkt hier, leidet extrem unter eben dieser Phasenverschiebung hier, weil eben das empfangene Signal deutlich geschwächt wird. Dummerweise wird, steht hier in diesem Bild nicht drin, dummerweise wird das Rauschen neben gerade nicht durch diesen Faktor geschwächt, sondern das bleibt das Rauschen. Und deswegen geht der Signalrauschabstand an der Stelle schon bei einer ASK in die Knie. Das heißt also schon bei dieser einfachen ASK, wo Sie mutmaßlich nur an ausmachen vielleicht oder 1 minus 1 machen oder sowas, geht es schon in die Hose. Wie schieben Sie denn die Phase? So von Hand. Aus dem Additionstheorem. Ja. Also was ich hier gemacht habe, ist ja hier das Additionstheorem ausgewertet von dem Ding hier und das ist einmal die Differenz, das ist die Differenzargument und das Summenargument. Und dann steht ja immer SI halbe davor. Da kommt das her. Aber im Kern haben sie recht, das kann man auch weglassen. Also es ist irgendwie,
ein Faktor SI mal Kursus Phi Schlange. Ob da jetzt irgendwie halbe dabei ist. Ich habe es jetzt nur mathematisch richtig gemacht. Ne? Ja, aber genau darum wollen wir uns kümmern, wie man diese Phase jetzt da eben rauskriegt. Nicht? Weil so einfach, wie Sie sagen, ist es nicht. Und selbst wenn Sie jetzt die Phase einmal von Hand eingedreht haben, heißt das ja nicht, dass sie beim nächsten Paket irgendwie noch passt und dass sie nicht wegläuft, die Phase. So. Nicht besser wird es, wenn man die ganze Geschichte mit einer Quadraturmodulation macht. Auch das habe ich hier mal ausgeführt, nur mit einem Empfänger, der die falsche Phase hat, also Lokaloszillator. Das ist die Mathematik, ist jetzt ein bisschen doppelt so aufwendig, aber eigentlich ist es auch nicht mehr, was dabei rauskommt. Und dann sehen Sie eben, dass hier SI, Cosinus Phi-Schlange minus SQ, Sinus Phi-Schlange steht. Ja, und wenn Sie jetzt hier 90 Grad Phasendrehung haben, dann haben Sie eben im SI von T nichts mehr von SI, im SI-Dach von T nichts mehr von SI von T drinstehen, sondern nur SQ von T. Ne? Das heißt also, die Q-Komponente wandert auf die I-Komponente und so weiter. Sie drehen es um 90 Grad. Das ist anschaulich vollkommen klar, dass das passieren muss. Also, grande Probleme. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir den Träger wieder? Also das Problem ist jetzt illustriert, ne? Und ein bisschen berechnet. Jetzt müssen wir nur noch sehen, wie kriegen wir das in den Griff. Was man tun könnte als allererstes ist natürlich, dass man, wie wir das bei der Amplitudenmodulation gesehen haben, bei der Zweiseitenbandmodulation beispielsweise, dass man einfach so einen Rest eines Trägers oder den Träger selber dem Signal noch beilässt, also nicht vollständig unterdrückt, sondern ist er noch da. Und dann will man mit einem schmalbandigen Filter einfach genau diesen Träger, der da in der Mitte sitzt, rausfiltern und darauf eine PLL locken. PLL haben Sie schon mal kennengelernt, den sehen wir gleich aber auch nochmal. Also das wäre eine Variante. War das nicht da vorne irgendwo? Nee. Ich muss vielleicht doch mal so. Welchen Nachteil hat das? Ich muss mal das Skript hier hinlegen, damit ich mal eine Seite vorlesen kann. Oder hat das Nachteile? Ja, das ist das Hauptsächliche, nicht? Sie stecken Energie in den Träger, was nicht so toll ist. Das Bild hatte ich, weiter unten, das Bild ist es eigentlich nicht. Also Sie haben hier tatsächlich hier diesen R von T, das Empfangssignal. Dann haben Sie hier schmalbandiges Filter, daraus generieren Sie eine Regelspannung. Und da gehen Sie jetzt regeln Sie jetzt hier über diese Spannung V mit K mal V die Frequenz hier nach. Mit der Frequenz verschiebt sie natürlich auch die Phase, logischerweise. Und haben hier diesen Voltage Control Oscillator, der über diese Spannung kontrolliert wird. Und den fügen Sie hier wieder rein. Und dann kriegen Sie hier, ja, dann machen Sie dasselbe nochmal. Dann sehen Sie eben zu, dass das Signal an der Stelle hier eben gerade minimal oder maximal wird, worauf Sie es gerade abgesehen hatten. So, die zweite Variante ist natürlich das Trägersignal aus dem modulierten Signal, also aus dem wirklich modulierten Signal abzuleiten. Also Sie haben dann eben wirklich ein digitales QPSK, also QRM-Signal. QPSK ist einfacher oder ein BPSK-Signal vorliegen. Und versuchen, sich darauf wirklich zu locken, also sich darauf einzustellen. Und da gibt es jetzt zwei Varianten. Die eine Phase ist, eine Variante ist, dass Sie tatsächlich versuchen, die Phase des Trägers aus dem modulierten und entschiedenen Symbol abzuleiten. Ich male da gleich noch kurz was hin. Und die andere Variante ist, wo Sie die statistische Natur des Signals ausnutzen. Gucken wir uns erstmal das erste an, das technisch wesentlich schwieriger ist, aber konzeptionell relativ einfach. Ja, also wenn Sie das so in Ptolemy, es ist schwieriger. Wenn das Ihre Konstellation ist
Und Sie haben meinetwegen diesen Punkt hier empfangen. Dann wissen Sie ja, eigentlich ist das der. Empfangen. Und das ist der ideal entschiedene. Na, dann können Sie hier die Phasendifferenz Phi ausrechnen. Und dann können Sie sagen, okay, man muss halt meinen Träger um die Phase Phi verschieben. Das können Sie für jede beliebige Modulation machen. Das können Sie auch für hier so eine QRM beispielsweise machen. Nicht? Das sind dann die, den hätte ich in Rot machen sollen. Rot, rot, rot. Wenn Sie da jetzt mal wegen den hier haben, dann würden Sie jetzt sagen, okay, ich habe diesen hier empfangen. So, das ist der Empfangene. Das hier ist der Entschiedene, das ist die Phasendrehung Phi. Ne? Das wäre die ideale Phase. Habe ich dann nicht ein Problem, wenn ich falsch entscheide? Ja, natürlich. Deswegen ist es ja auch schwieriger. Nicht? Also Sie haben ein Problem, wenn Sie falsch entscheiden. Sie haben auch ein Problem, dass Sie erstmal entscheiden müssen. Es dauert ja ewig lange, bis Sie dann eben auch vielleicht durch dieses relativ lange RAC durch sind. Das Rotor-Cosine-Filter, weil das hat ja viele Tabs und so, bis Sie dann wirklich die Entscheidung fällen können. Ne? Deswegen ist das schwierig zu implementieren, mindestens in den Simulationen, die ich hier versucht habe zu machen. Nicht? Es dauert relativ lange, bis Sie überhaupt diesen Punkt haben, also zeitlich auch lange, bis Sie den Punkt haben. Das heißt, Ihre PLL läuft auch sehr, sehr langsam dann, ist auch nichts weiter als eine Regelschleife. Die läuft dann auch sehr, sehr langsam. Das heißt, die kann auch nur mit sehr langsamen Phasendrehungen hier klarkommen. Was? Wenn Sie sich mal überlegen, dass Sie normalerweise die Oszillatoren auf PPMs, also Parts, wenige 10 PPM, Parts per Million genau laufen lassen, praktisch weniger ein Problem ist als in der Simulation. Also in der Simulation, hier will ich ja irgendwas sehen. So, wenn die jetzt aber nur um PPM die Oszillatoren auseinanderlaufen, dann brauche ich halt irre viele und lange Simulationszeiten, bis ich überhaupt irgendwo mal eine Phasendrehung habe, weil die Oszillatoren eigentlich von sich aus schon so stabil laufen. Dass eigentlich gar nichts passiert. Also diese eigentlich großen Phasendrehungen, die ich in der Simulation, wenn es didaktisch sinnvoll sein soll, sehen möchte, die kriege ich mit diesen Loops gar nicht hin. Also da warten Sie einfach eine Stunde, bis da mal was passiert. Und dann sehen Sie in der Simulation, oh, es geht ja wirklich. Nicht? Und Sie sehen, es geht eben nicht. Also das ist sehr lange, langsam wegen eben dieser langen Entscheidungswege. Und dann natürlich, wenn Sie eine Fehlentscheidung fällen, also das kann ja auch wegen Rauschen da liegen. Also das kann es aber sowieso. Also bei allen anderen Varianten auch. Rauschen spielt auch eine Rolle. Die habe ich hier nicht so richtig mit berücksichtigt. Ja. Ist es nicht so, dass ich mir dann Symbole vorgebe, die ich dann schon kenne, eben so Pilotsymbole? Das ist noch eine andere Variante. Die habe ich hier nicht erwähnt. Ja, aber wenn ich jetzt statistisch... Also lassen Sie doch mal gerade zu Ende. So. Also was man tatsächlich macht, ist, dass man in das Signal rein Sequenzen reinbaut, die man kennt. So, und dann korreliert man sich zu diesen Sequenzen und aus dieser Korrelation mit den Sequenzen kriegen Sie einen Frequenzversatz raus, kriegen Sie einen Phasenversatz raus, kriegen Sie auch eine Frequenzdrift raus. Und dann können Sie sagen, okay, ich demoduliere eben mit der Information, die ich daraus gewonnen habe, den Rest meines Signals. Und das ist dann für einen Burst, also für eine gewisse Zeit auch gut. Das ist aber nicht, also ist nicht hier drin. Also das wäre noch eine dritte Variante. Bitte? Es geht auch ohne und ich habe nur die Dinger ohne hier gemacht. Also die wirklich den Träger regeln. Das ist auch eine Regelung, aber anders mit mehr Speicher und Computer und so. Jetzt sie. Wenn ich das jetzt aber statistisch mache, dann also ohne Signal, wo ich jetzt definitiv kenne, wird sich einmal verschoben. Wie soll ich das dann einregeln? Also dann ist es ja verschoben, dann empfängt dann immer noch Schrott. Also wenn nur einer kaputt gegangen ist, dann ist es vielleicht auch nur eine Phasenkorrekturinformation, die falsch war und die führt gar nicht dazu, dass der Träger komplett rausläuft. Dann würden ja alle Punkte passen, aber in der
späteren Verlauf der Signalkette kommt, halt dann irgendwie nur mischt. Diese Phasenmehrdeutigkeiten haben Sie drin, ja. Das ist so. Und dann, was mache ich dann? Und je höherwertiger das ist. Und ganz am Ende. Nee, die Phase muss eben am Anfang kleiner sein, als diese Phasenmehrdeutigkeit zulässt. Oder zu Schwierigkeiten führt. Also im Endeffekt sprechen Sie das an, Sie brauchen eine Synchronisationssequenz vorher, mit der Sie schon mal eine Grobsynchronisation machen, damit die Phase eben wirklich geringer ist, als Ihre Mehrdeutigkeiten da erlauben. Ja. Ja, ja. Deswegen hat man bei allen Verfahren auch in der Regel, hat man bei fast allen Verfahren auch vorne immer irgendwie eine Synchronisationssequenz oder eine Aufwecksequenz oder irgend sowas, wo man sich schon mal grob, das meist dann an, aus, ne? So ein AA oder 5.5 oder so wird da gesendet, Hex. Dass man den Lokaloszillator schon mal grob dahin fahren kann und dann kann man über eine PLL das Feine machen. Ja, aber der ist nicht ausreichend. Der ist nicht ausreichend genau, weil die Sequenz auch nicht ausreichend lang ist. Und vor allen Dingen ist diese Sequenz in der Regel 8 oder 10 Bit am Anfang von einem 100-Bit-Paket oder so. Und danach läuft die Phase ja weiter. Und danach müssen Sie die Phase, es bleibt ja nicht stabil, sondern auch da müssen Sie die Phase dann ja weiter regeln. Nee, das reicht nicht. Das machen Sie mit sowas. Okay? Oder noch ein Aber? Ja. Das hat sich ja fast schon geklärt, weil ich wollte fragen, ob es wirklich mit jedem weiteren Zeichen nochmal synchronisiert, aber in dem Fall ja. Ja, man nimmt jetzt hier die Phasendifferenzinformation daraus. Und die gibt man nicht so direkt auf den Lokaloszillator, so jetzt spring um die Phase, sondern das geht dann über einen Filter. Und diese Information ist nur, macht die Phase ein bisschen größer. So, beim nächsten, wenn der jetzt irgendwie verkehrt war, dann aufgrund von Rauschen, dann ist vielleicht beim nächsten Symbol die Information, macht die Phase ein bisschen kleiner. Sodass das über einen Tiefpass gefiltert, kommen wir gleich zu, über einen Loopfilter, dann tatsächlich auf die richtige Phase hinausläuft. Dann wäre sowas ja schon auch ganz gut für einen Rise-Kanal geeignet, oder? Das ist für einen Rise-Kanal auch gut geeignet. Das ist auch für einen Rayleigh-Kanal ganz gut geeignet. Rayleigh lebt ja auch davon, dass sie langsam durch den Rayleigh durchgehen. Ja, das brauchen sie für alle Kanäle. Selbst wenn sie einen AWGN, wenn sie einen reinen, idealen AWGN nehmen, dann haben sie es natürlich nicht. Aber sobald sie sagen, ich habe was Realistisches, dann wissen Sender und Empfänger nicht die Phase voneinander, weil die keine ideale Leitung gespannt haben. So, und schon dann, auch beim Rauschkanal, beim AWGN müssen sie sowas machen, weil natürlich die Sender und Empfängerphasen auseinanderlaufen. So. Das zweite, wo die statistische Natur des Signals verwendet wird. Nehmen wir mal eine BPSK. Bei einer BPSK haben Sie nur Einsen und Minus Einsen. Wenn Sie eine BPSK einfach quadrieren, haben Sie nur noch Einsen. Das heißt, da ist das eigentliche die Phaseninformation durch die Quadratur weggefallen. Das ist damit gemeint. Bei einer QPSK haben Sie 1, 2, 3, 4. Wenn Sie eine QPSK hoch 4 machen, dann fallen alle der hoch 4 Quadrat. Also dann fallen alle auf den gleichen Punkt und damit ist die QPSK im Prinzip rausgehochviert. Aber das gucken wir uns dann im Detail noch weiter an. Also das ist damit gemeint. Bei einer QRM geht das so ohne weiteres nicht mehr. So, wenn wir uns jetzt einfach hier nur mal angucken, wie die Rückgewinnung aus dem unmodulierten Träger aussieht, das ist also jetzt die PLL in Reihenform. Gucken wir uns Bild 9.3 an zunächst, also völlig generische Rückgewinnung aus der Trägerphase und dann müssen wir ein bisschen Mathematik an der Stelle betreiben. Also wir haben irgendwie hier dieses Signal R von T, das kann jetzt das Rest, deswegen vielleicht auch R, ne, das restmodulierte Signal in einer ZSB, in einer Zwei-Seitenband-Modulation sein.
oder irgendwo anders herkommen, irgendwie anders zugeführt werden. Und dann würden wir hier das multiplizieren an der Stelle mit dem Sinus Omega T plus Phi Stern. Ich gehe nur davon, Phi Schlange, ich gehe dann nur davon aus, dass wir hier eine Phasendrehung haben. Sämtliche Frequenzverschiebungen könnten wir in momentane Phasen reinrechnen. Nicht? Also es macht eigentlich keinen Unterschied, außer dass es uns einen variablen Buchstaben weniger beschert. Ne? So, und wenn wir das miteinander multiplizieren, dann kriegen wir eben hier aus dem Additionstheorem hier irgendwas raus, das ist mal Sinus Phi Schlange. Also immer wie vorher auch das Differenzargument und das Summenargument an den zwei Stellen. Mit dem Summenargument hier an der Stelle können wir nicht viel machen. Das geht mit der doppelten Frequenz da hin und her. Das kann man sich wunderbar im Ptolemy angucken. Aber darauf regeln können wir eigentlich nicht, weil sich das viel zu schnell hin und her bewegt. Und ich wüsste auch nicht, was man machen sollte. Also brauchen wir hier noch einen Filter dahinter. Das ist hier da drin. Und daraus können wir jetzt, wenn wir das mathematisch genommen haben hier an der Stelle, dann haben wir nämlich hier eine Information über die Phasendifferenz drin. Ist die Phasendifferenz zwischen beiden Signalen 0? Ist das Signal auch 0, das E von T? Und ist die Phasendifferenz groß? Ist das Signal auch groß? So. Ja, und das ist es eigentlich, was man hier braucht. Hier nochmal der Phasenkreis und der hier auch dargestellt, damit wir hier jetzt mal sehen, wie die Rauschperformance an der Stelle laufen soll. So, also der Aufbau, einfach hier der Phasendiskriminator da oben, wo also einfach nur das lokal erzeugte Signal unten aus dem VCO multipliziert wird mit dem, was da oben reinkommt. Daraus kommt jetzt ein Phasendifferenzsignal, weil wir das mit der Doppelphase nicht brauchen können. Hier schicken wir es auf den Tiefpassfilter. Aus dem Tiefpassfilter folgt jetzt irgendwas, was so proportional zum Phasenunterschied ist. Naja, richtig ausgerechnet hatten wir mal Sinus Phi Schlange. Sinus Phi Schlange ist aber, wenn Phi Schlange gering ist, etwa proportional zu Phi Schlange. Und daraus können wir eine Regelspannung generieren. Die tun wir hier jetzt rein und regeln jetzt hier die Frequenz mit einem Verstärkungsfaktor K mal V. Damit sind die wesentlichen Elemente der PLL auch erläutert. Und dann geht das wieder da oben hin. So. Ja. Das ist eigentlich im Groben die PLL. Und die funktioniert auch. Was wir uns jetzt noch angucken wollen und können, ist, wie jetzt die einzelnen Elemente in dieser Geschichte hier tatsächlich performen und was man denn tatsächlich braucht an der Stelle. So. Das gehe ich doch hier durch. Ein bisschen weniger schreiben. Wir haben diesen VCO, diesen Voltage Controlled Oscillator. Und da ist die Frequenz. Spannungsabhängig und dann könnten wir den ja schreiben als seine gesamte Phase, Phi von T ist Omega mal T plus Phi Schlange von T, also die Momentanphase an der Stelle hier, ne? die er dann da hat. So, und das ist ein Omega von T plus KVCO, das ist jetzt dieser konstante Verstärkungsfaktor oder der Empfindlichkeitsfaktor des VCOs. Und dann das Integral 0 bis t u von t dt, weil ja dieses u von tau, ist es hier eigentlich richtig, dieses u von tau die Frequenz bestimmt hat. Und die integrieren wir einfach auf über die komplette Zeit. K ist konstant, Spannung, die variiert, weil die kommt ja wackelnd da rein. Und daraus kriegen wir dann die momentane Phase nach beliebiger Zeit. Macht nicht so richtig viel Sinn, weil nach 2π wird das ja immer dasselbe, aber wir können das ja einfach mal so aufschreiben. So, wir gehen hier davon ausgegangen, dass es bei t gleich 0, 0 war. Das ist jetzt irgendwie keine besondere Forderung an die Geschichte. Okay, wenn wir jetzt eine konstante Spannung U0 angelegt haben, dann sehen wir, dass es sich hier einfach um eine Frequenzmodulation, um eine Frequenzsteuerung handelt. Denn da setzen wir einfach das konstante U0 hier mal ein. Und dann kriegen wir eben hier diese geregelte Frequenz K mal U0 oder KVCU mal U0 daraus. Das ist einfach nur ein additiver Faktor zu der Frequenz. Also macht es Sinn, hier von einer Frequenzregelung
zu sprechen oder Frequenzsteuerung zu sprechen und von einem Voltage-Controlled Oscillator zu sprechen, bei dem über die Spannung die Frequenz reguliert wird. Nee, nicht reguliert, sondern geändert wird. So. Ja, K durch 2P, das ist 2Pi, das ist jetzt nur eine Eigenart hier, ist diese Abstimmempfindlichkeit hier von dem Ding, also wie viel Volt zu wie viel Hertz Änderung führen. Den können wir jetzt darstellen als Integrator mit der Transferfunktion V von Omega ist gleich KVCO durch J Omega. Also im Prinzip habe ich eine Fourier-Transformation gemacht. Also eigentlich habe ich sogar eine Laplace-Transformation gemacht. Ich weiß nicht, wie gut sind Sie mit Laplace so? Ja? Ja, dann hätten Sie auch einfach S hinschreiben können. Ja? Also Integration ist ja einfach durch S teilen. Und nichts weiter als das habe ich hier getan. Also ich habe es ein bisschen so ausgerichtet, dass man nicht unbedingt mit Laplace und S und so weiter klarkommen muss und dass ich mir darüber auf Polstellen und so ein Kram auch wenig Gedanken mache, nicht? Sondern dass ich einfach sage, das können wir auch mit J Omega schreiben. Und dann ist Integration eben 1 durch J Omega. Also wem es leichter fällt, der soll sich dann S hindenken. Okay, so. Wenn wir jetzt einen Schleifenfilter dahin bauen mit einer normalen Übertragungsfunktion hier, dann ist eben da dessen Übertragungsfunktion eben genau das, was hier steht. G von J Omega ist gleich 1 durch 1 plus J Omega durch Omega G. Und das ist eben der ganz normale 20 dB pro Dekade Abfall, wenn Sie hier mit dem Omega über Omega G drüber gehen. Also wie wir schon von einem ganz normalen RC-Filter oder sowas hatten in Grundlagen E-Technik 2. Okay. Die gesamte Schleifenübertragungsfunktion, das ist jetzt einmal hier rund, so. Ist dann natürlich einmal dieses, das da, also K durch J Omega mal das G von J Omega. Aber dann natürlich wieder signalflussgrafenmäßig wie letztes Semester, weil Schleife 1 durch 1 plus. Und da hatten, glaube ich, ja, eine Kollege und ich ein Disconnect, weil bei mir ist immer, wenn ich zwei Pfeile zusammenführe, ein Plus gemeint. Und bei ihm ist immer ein Minus gemeint automatisch. Dann müsste da ein Minus rein. Das können Sie halten, wie Sie wollen. Immer wenn ich zwei Pfeile zusammenführe, ist es automatisch erstmal eine Addition, wenn nichts anderes dabei steht. Deswegen steht bei mir hier ein Plus und Sie finden vielleicht in einer anderen Vorlesung da ein Minus. Okay, also das ist jetzt die gesamte Übertragung. Also hier die, Verstärkungsfaktor der offenen Schleife steht oben und dann 1 durch 1 plus den Verstärkungsfaktor der offenen Schleife nochmal da unten drunter. Kennen wir aus den S-Parameter-Darstellungen des letzten Semesters. Und wenn man das jetzt hin und her rechnet, dann kommen Sie hier auf so eine Schleifenübertragung von H von J Omega und da unten steht es. So, in das K habe ich jetzt hier im Zweifel mehr reingesteckt als nur die Empfindlichkeit des Oszillators, sondern da sind jetzt noch irgendwelche anderen Schleifenverstärkungsfaktoren und so weiter drin kumuliert. Spielt ja keine Rolle, wo letztlich da noch, ob da noch ein Operationsverstärker dazwischen ist oder nicht, der das Signal noch mal ein bisschen aufpowert. So, damit haben wir die Schleifenverstärkung drin. Und wir sehen daraus, was passiert, wenn wir hier die Phase des Trägers, hier also Delta Omega T, ändern, wie sich das am Ende hier auswirkt. Also einmal wieder rum. Ne? So, und da sieht man, dass hier für sehr kleine Frequenzen, für kleine Änderungen hier eben das Ganze proportional zum K ist. Und man sieht, dass wenn die Frequenzen hier hoch werden, die Änderungen hier hoch werden, dann wird das Ganze irgendwie stärker gedämpft hier nochmal durch das Omega. Das heißt also, für schnelle Änderungen des Trägers folgt dann eben diese Schleife aufgrund des Tiefpassfilters da drin eben einfach nicht mehr 100% der Änderung des Trägers. So ist ja auch gewollt, nicht? Wenn der nämlich fluktuiert, einfach aufgrund von irgendwelchen Rauschen und so weiter, so hin und her,
dann soll eben die Schleife nicht unbedingt folgen, während wenn die Schleife, wenn der Träger sich langsam ändert, weil der Sender driftet oder weil der Empfänger driftet, aber er projiziert, sagt, er tut so, als wenn der Träger gedriftet wäre, dann soll er bei diesen langsamen Änderungen natürlich die Phase nachziehen. Tut er. Okay. Ha? Eine Integrierfunktion, ja, mit Schleifenübertragung. So. Was passiert, wenn der Oszillator hier schwankt? So, also wenn jetzt hier noch irgendwie eine Störung da passiert, weil nämlich hier noch Rauschen auf dem Lokaloszillator hier ist. Das haben wir gar nicht berücksichtigt. Es kann ja auch sein, dass der also von sich aus wenig stabil ist, sondern so ein bisschen hin und her wackelt. Hm? Ja, nee, das regelt sich eben raus, weil sie an einer anderen Stelle an der Schleife eingreifen, nämlich eben gerade nicht von hier in die Schleife reingehen, sondern eben hier an der anderen Stelle rauskommen, sodass hier die Schleifenübertragungsfunktion H' dafür nämlich eben besteht aus 1 durch, weil eben genau das Signal hier sofort da rangehen würde an den Ausgang. So, und nicht einmal durch die Schleife durch muss, wie das da. Das muss ja einmal durch die Schleife durch, bis es hier unten ankommt. Und das Signal hier würde einfach mit 1 dahin gehen. Aber es gibt doch die Regelschleife hier hinten, die dazu führt, dass wir hier im Nenner eben dieses 1 durch und so weiter stehen haben, sodass die Übertragungsfunktion eben genau das ist, was Sie hier ablesen können. Da, J, Omega, Minus und so weiter. Und da stellen Sie fest, dass eben das hier bei geringen Frequenzen Omega sehr stark bedämpft wird, weil eben hier ein kleiner Term steht, während die Trägerfrequenz, wie Sie wollen, proportional durchgeschleift wird. Das aber bei geringen Frequenzen gedämpft wird, während wenn die Frequenzen, die Abweichungen hier schnell werden und groß werden, dann wird das hier gedämpft aufgrund der Tiefpass-Integrationscharakteristik. Das Ganze hier aber, da kürzt sich das im Prinzip raus, geht dann 1:1 durch. Das heißt also, für hohe Frequenzen versagt eben diese Schleife da und für hohe Frequenzen sehen Sie eben das Rauschen des VCO am Ausgang. Und das ist eigentlich die entscheidende Formel hier der PLL, dass Sie dicht um den Träger drumherum eine ganz wunderbare Regelung eben auf die Phase des Trägers hinbekommen mit dem Delta Theta T, aber fernab sich eigentlich die Phase, die Sie da oben sehen, das Theta Out, verhält, als hätten Sie einen freilaufenden Oszillator. Im Bild kann man das hier wunderbar sehen. Also wenn Sie wollen, können wir das auch noch in der Simulation machen. Da sehen Sie nämlich hier, also was habe ich hier gemacht? Ich habe hier einen verrauschten Lokaloszillator im Empfänger, das ist der da. Und da sehen Sie, gut, der hat erstmal sein Signal hier und dann fällt das hier, das Rauschen hier einfach ab, also fällt das Spektrum hier auch ab. So, das ist das Rote. Und den habe ich gelockt auf einen vollkommen idealen Träger. Den kann man sich ja in der Mathematik immer simulieren, ne? So, der ist in der Frequenz so ein bisschen daneben, hier, nämlich an der Stelle. Das heißt also, was passiert, wenn ich eben diesen eigentlich freilaufenden Oszillator auf den idealen Träger bei 6 drauf regele, dann verschiebt er sich erst einmal dahin. Das ist eben dieses langsame Eingefangene, dass er eben in der Lage ist, da die Empfängerfrequenz zu verschieben. Und dann sehen Sie, dass hier so ein Loch im Rauschen drin ist. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Bei den langsamen Fluktuationen, bei den langsamen Änderungen der Trägerphase, da spielt eben das Verhalten des Oszillators eine Rolle, auf den geregelt wird. Und das ist eben genau hier dieses Loch. Und weiter ab, da sehen Sie eben jetzt, dass diese Schwänze wieder so abfallen hier an beiden Seiten. Das ist dann das Rauschen des freilaufenden VCO. Und sogar noch ein bisschen stärker.
Sie gucken so kritisch? Ja. Ja, warum? Ja, das ist schon ein paar Hertz. Kann man das überhaupt so gut auflegen, dass das so... Also in der Simulation hat das geklappt. Das sind irreal extreme Bedingungen, die hier vorliegen. Also in der Realität würden Sie das nicht haben. Stellen Sie sich mal vor, das sind hier, nehmen wir mal an, das sind 100 Megahertz da unten. Dann würde das ja heißen, Ihr Empfänger läuft bei 600 Megahertz und Ihr Sender läuft bei 600 Megahertz und Ihr Empfänger steht irgendwie auf 585. Das ist ein völlig anderer Dienst im Zweifel. Ja, so. Also das ist so weit ab, das wird nie passieren. So, aber in der Simulation, also es hat in der Simulation funktioniert, so, und es hat getan. Es würde wahrscheinlich auch in der Realität tun, wenn man das so machen würde, aber Sie würden einen Sender-Empfänger, so ein System nie so spezifizieren, dass das zulässig wäre. Sie sagen normalerweise, schon freilaufend muss mein Empfänger auf wenige 10 Parts per Million da an dem Punkt stehen, genau sein, oder wenigstens auf Promille oder so, aber da würden Sie in dem Bild gar nicht sehen. Dann wäre der hier bei 599, irgendwas und 599,9 oder 509, ja, irgendwas, das würden Sie hier in dem Bild überhaupt nicht mehr erkennen. Bitte? Ja, eben. Also wenn er auf dem Nachbardienst, da macht er wahrscheinlich gar nichts, aber wenn er auf dem Nachbarkanal hängt, dann würde er sich auf dem Nachbarkanal synchronisieren und das wollen sie ja auch nicht. Ne? Also deswegen, in der Realität sind die Sender und Empfänger wesentlich enger spezifiziert, als ich das hier in der Simulation gemacht habe. Völlig egal, ja. Also ich habe das ja rein digital gemacht. Also das, was ich hier in der Simulation getan habe, und das ist... Ja. Nee, aber das ist ja alles digital. Hier. Der Phasendetektor ist ein Multiplikator. Da werden halt zwei Zahlen miteinander multipliziert. Das können sogar auch Bitstreams einfach sein. 1, 0, 1, 0 oder sowas. Also zwei verschiedene Clocks, also Takte. Dafür verwendet man das ja auch ganz gerne. So, dann haben Sie hier einen Loopfilter drin. Da gehe ich gleich noch drauf ein, was das ist. Das ist einfach nur ein Filter. Das könnte ein FIR-Filter sein. Das funktioniert aber nicht so richtig gut. Das ist ein IIR-Filter, was Sie, glaube ich, nicht kennengelernt haben. Also ein Infinite Impulse Response Filter, das bei einer Einregung von TAC einfach unendlich lang ausläuft. Eigentlich ist es ein digitales RC-Filter, was ich hier verwendet habe. Mehr nicht. Ein Verstärker ist ein Multiplikator. Dann passiert hier nichts weiter als hier. Gut, die Addition hier ist, kann man auch digital ausführen. Und der VCO ist ein Sinusgenerator. Auch wenn das Bild hier anders aussieht, das ist noch ein altes Ptolemy-Bild. Das ist nichts weiter als ein Sinus. Das haben Sie, glaube ich, beim Kollegen schon gemacht. Einfach mal so einen Sinus gleich zu programmieren. Oder hier, da kommt einfach hier ein Signal rein und dann wird das da mal Sinus. Oder Sinus von dem Argument gemacht und dann geht es wieder hier drauf. Bitteschön. Eine Frage, ich weiß nicht, ob ich so richtig ganz schaue, wenn jetzt das Eingangssignal, das muss ja dann aber auch analog digital gewandelt werden. Ja, natürlich. Und wenn der Bandgrenze auch von dem AD-Wandler ist, dann spielt der auch die Phase von dem AD-Wandler eine Rolle. Ja. Genau, das ist die Variante. Es sagt Ihnen ja auch keiner, dass Sie das jetzt hier bei 5 GHz machen müssen. Sie könnten ja auch mit einem einigermaßen stabil laufenden Oszillator auf eine Zwischenfrequenz runtermischen von 100 MHz oder 10 MHz oder so oder was Sie wollen. Und dann lassen Sie das und dann digitalisieren Sie eben. Und bei 10 MHz kann man durchaus digitalisieren, nicht? Und dann digitalisieren Sie eben und machen das. Ja, Sie würden es ja damit ausgleichen. Hinterher. Ja. Also Sie arbeiten dann auf der Zwischenfrequenz, aber im virtuell blenden Sie die Zwischenfrequenz einfach aus. Das ist dann nichts weiter als der Phasengang auf dem Kanal.
So, wo der jetzt herkommt, ob das so von ihrer Zwischenfrequenz kommt oder weil da ein LKW durchgefahren ist. Der verschiebt auch die Phase des Wundermischen. Ja, sicher. Sie wissen ja nicht, auf welcher Phase der läuft. Okay. Ja. Ja. So, also wie Sie das jetzt wirklich ausführen hier, ob Sie das analog oder digital machen, ist Ihnen überlassen. Also hier habe ich es komplett digital gemacht, allerdings natürlich in Fließkomma-Arithmetik, was man vielleicht real auch nicht unbedingt tun würde, sondern würde man natürlich eine Fixpoint nehmen oder mit Integern arbeiten oder sowas, nicht? Das habe ich jetzt hier nicht umgesetzt, weil Fließkomma macht es nicht unbedingt schneller, ne? Das ist die Herausforderung dabei. So. Bitte? Ja, das ist ja immer eine Kostenfrage, ne? Sie wollen nicht in alles irgendwie so einen dicken FPGA reinsetzen da. Erstens ist es Platz und dann kosten die auch Geld, die Dinger, ne? Wobei ich damit schlecht erfahren, dass bei der Motorsteuerung die Dinger auch schon verwendet werden. Ja, sie werden immer billiger. Jetzt keine schnellen Signale, sage ich jetzt mal so. Keine schnellen Signale, ja. Also, das stellt sich immer so, wie soll ich sagen, das stellt sich immer so ein bisschen lächerlich dar. So ist ja bloß bei 50 Kilohertz oder bei 100 Kilohertz oder so, aber manchmal geht es ja um Cent. So, und die Herausforderung ist ja nicht, irgendetwas zu egal welchen Kosten bei 50 Kilohertz hinzukriegen. Das ist ja kein Problem. Das Problem ist ja, bei 50 Kilohertz etwas zu Kosten hinzukriegen, wo es wunderbar funktioniert und es nicht jemand besser und billiger kann. Das ist die Herausforderung. Also da kommt die wirtschaftliche Dimension da rein und die darf man nicht ganz vergessen. Und insofern ist es einfach auch das schon schwierig. Okay, so, ich habe hier nochmal den Haltebereich durchgerechnet, also bis zu welcher Frequenz das ganze Ding denn jetzt hier eigentlich hält. Das muss man nicht unbedingt machen, deswegen gehen wir da mal raus. Und den Fangbereich, der ist auch noch ganz, wäre auch noch interessant. Also den Haltebereich kann man jetzt noch ganz linear ausrechnen. Da sieht man einfach noch, wann eben die beiden Tiefpass- und Hochpassfilter für die Störung oder für die Störung, die der VCO hat und für die Fluktuation der Phase des Trägers, der von extern reinkommt, wann die sich gerade überschneiden und wann eben das eine das andere dominiert, könnte man daran ganz einfach herausfinden. Im Fangverhalten, das kann man linear nicht mehr untersuchen. Also bei welcher Frequenzdifferenz funktioniert initial einfach diese PLL und kann sich auf irgendetwas locken. Der ist wesentlich geringer, der Bereich. Sie müssen erst einmal gelockt haben und dann können Sie weglaufen lassen. Dann schafft die Regelung, das den noch zu halten. So, ich sage noch einen Satz hier dazu, wie dieses Tiefpassfilter, dieses Loopfilter aussieht. Da kann man große Arbeiten drüber schreiben und das ist auch gar nicht ganz unkritisch, das für richtige Filter da zu wählen. Was sich für mich aber herausgestellt hat, und das ist, glaube ich, allgemein bei den PLLs so, da muss man gar nicht allzu viele, also gar nicht allzu hohe Ordnung da reingehen. Da nimmt man einfach einen Filter, wenn überhaupt, das so ja, einfach erste Ordnung abfällt, also mit 20 dB pro Dekade und das wäre typischerweise einfach nur ein RC-Filter. So, wie kriege ich jetzt digital ein schnelles RC-Filter hin? Wenn ich einfach nur einen RC-Filter mit den normalen FER-Techniken machen will, dann ist das gleich wieder x Taps lang. Das heißt also, vorne kommt irgendwas rein und dann warten Sie ebenso lange, wie das Filter lang ist, bis da am Ausgang was rauskommt. Das ist für eine PLL, zumindest für das, was ich hier simulieren wollte, zu langsam. Deswegen habe ich hier einen RC-Filter versucht zu simulieren, bin also hier rangegangen, ich mache das ja immer mit meiner Fourier-Analyse, habe gesagt, wie sieht einfach die Übertragungsfunktion so richtig wie im zweiten Semester eines RC-Gliedes aus. Nun gut, das ist einfach nur das hier, ne? Und dann eben hier dieses U1 von J Omega durch 1 durch 1 plus J Omega G und die Grenzfrequenz hier ist 1 durch RC, ganz normal das, was wir schon alles kannten. Und daraus kann man jetzt rausmultiplizieren und dann macht man eben aus einer Multiplikation mit J Omega nichts weiter als ein D nach DT, also ein Differential. Was ich eigentlich gemacht habe, ist die Differentialgleichung wieder zurück umformen. Ich hätte jetzt auch gleich das Differentialgleichen aufstellen können.
Okay, und wenn ich dieses Differential hier habe, dann kann ich aus dem Differential, ein Differential habe ich ja nicht im Digitalen, weil ich ja nur diskrete Abtastwerte habe, also muss ich aus dem Differential eine Differenzengleichung machen. Das habe ich dann hier im nächsten Schritt getan und komme hier auf ein U2 von t. Und zwar habe ich eine einseitige Differenz genommen, da hätte man ja auch was anderes reinpacken können. Ich sage hier einfach nur, ich kenne einfach alle Funktionswerte von U von t davor und nicht die, die danach kommen. Und auch die Halbschritte kenne ich nicht, könnte man ja auch machen. Das geht so ein bisschen in die Analyse der Stabilität von dem Ding rein und bis wohin es denn gut funktioniert und bis wohin nicht. Da erleben Sie auch relativ interessante Dinge. Naja, jedenfalls habe ich mit dem 1 durch Abtastrate die Samplefrequenz hier noch mit eingeführt, kann diese Differentialgleichung da oben in eine Differenzgleichung ausführen, die da so aussieht. Dummerweise ist das jetzt implizit, das heißt also, das U2 von t steht jetzt auf dieser Seite, auf der linken Seite mit dem U2 von t minus Delta t und das U1 von t steht da. Das ist aber das, was ich kenne und das andere ist das, was ich haben will. Das war gerade verkehrt rum. Ja. Und deswegen muss ich die ganze Gleichung auflösen, was man aber ohne weiteres machen kann. Und dann kommt man eben auf diese Differenzengleichung, Differenzengleichung hier. Und da hat man eben zwei Dinge drin, nämlich einmal das Signal, das reinkommt, das dann multipliziert mit diesem Faktor auf den Ausgang geht, plus das Signal des Ausgangs vom vorherigen Zeitpunkt. Ne? Das ist ja das hier, was eben auch hier rüber daraus geht. Das ist ein typisches IER-Filter, also Infinite Impulse Response Filter, weil nämlich das Ganze auch immer noch von den Ausgängen der Zeiten vorher abhängt. Das heißt also, wenn ich hier nur mal einmal eine kurze Direktanregung drauf gebe, also nur mal ganz kurz das U1 von t auf 1 setze oder irgendwas und dann nichts mehr mache, dann haben wir immer noch ein U2 von t und U2 von t wird zu einem U2 von t minus Delta t, das wird zu einem U2 von t und so weiter. Also das schwingt dann langsam aus. Wenn es stabil ist, schwingt es auch wirklich aus. Wenn es nicht stabil ist, dann schwingt es sich auf. Und das ist ja das, was man nicht will. Kann nach Maßgabe von diesem Fs durch Omega g passieren. Muss man halt verhindern, dass man eben da in Bereichen, Arbeitsbereichen bleibt, wo eben das nicht gegeben ist. So, das ist der typische Aufbau eines IER-Filters, was ich da in der Form nochmal angegeben habe, wobei ich aber eigentlich hier nichts weiter habe als das B0 und das A1. Alle anderen Teile sind nicht dabei. Das reicht schon für mein einfaches RC-Filter. Und die Koeffizienten kann ich hier einfach eintragen. Ja, und dann war es das. Genau. Also B0 und A1 sind in diesem Fall hier ungleich 0 und alles andere ist 0. Also, als kurzen Einstieg nochmal, was man denn machen muss, damit man so einen RC-Filter simuliert. Okay, machen wir erstmal Pause, Viertelstunde. Und dann sehen wir mal weiter.